Nach dem Davonscheiden des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam wurde Abu Bakr der Khalif. Ein verbreiteter Glaube und Ansicht des sunnitischen Großgelehrten ist, dass die Ernennung von Abu Bakr als Khalif auf eine harmonische Wahl zurückzuführen sei. Die anwesenden Muslime haben sich demnach gemeinsam entschieden, dass Abu Bakr der Nachfolger des Propheten werden soll. So manch ein Wahhabi-Gelehrter sagt, dass es eine wahre Demokratie veranschauliche. Untersuchen wir einmal diese reine Form der Demokratie, wie ein wahhabitischer Prediger einst in eines der wahhabitischen Fernsehsender so stolz und mit Vehemenz verkündete. In Wirklichkeit war Imam Ali alayhi salam der rechtmäßige Führer der Muslime. In verschiedenen Beiträgen von Orientalisten geht hervor, dass dies lediglich eine Meinung sei, der Schiiten, eine Minderheit im Islam. Dabei muss etwas klargestellt werden. Dies ist nicht einfach eine schiitische Sichtweise, sie ist vielmehr die allgemeingültige Aussage. Ein absolutes, universales, erhabenes Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala. Also ein Faktum. So viel zur Klarstellung und dann ist sie auch eine Haltung der Schiiten. Ja, die Muslime waren überhaupt nicht einverstanden damit, dass Abu Bakr der Khalif werden sollte. Sie erwarteten stattdessen Imam Ali alayhi salam. Zu Recht, denn sie hörten zu verschiedenen Anlässen, so in Ghadir Khum, dass Imam Ali alayhi salam, der Nachfolger des Propheten, Friede und Segen sei auf ihm und seiner Familie, werden sollte und die Muslime führen musste. Daher wollten die Muslime viele der Gefährten des Propheten, Friede sei auf ihm und seiner Familie, nicht den Treueeid an Abu Bakr geben, also der Khalif wurde. In diesem Zusammenhang gibt es einen bekannten Stamm, der eine wesentliche Rolle einnahm, der Stamm Aslam. Sie gingen nach Medina und nahmen die Treueeide der Muslime mit Gewalt. Dieser Stamm war so groß, dass als sie in Medina einmarschierten, sie die ganzen Wege einnahmen und die Geschäfte, so Tabari. Tariq al-Tabari, Band 3, Seite 222. فَكَانَ عُمَرْ يَقُولُ مَا هُوَ إِلَّا أَرْرَأَيْتَ أَسْلَمْ فَأَيْقَنْتُ بِالنَّاسْرِ. Umar sagte, dass als es zu Meinungsverschiedenheiten kam, wurde er beunruhigt. Doch als er sah, wie der Stamm der Aslam Medina betraten, erkannte er, dass sie siegreich sind. Ibn al-Hadid, der sunnitische Mu'tazili, hat in seinem Scharh von Nahj al-Balagha, Band 1, Seite 219, festgehalten. Dort geht er vor, dass der Stamm Aslam, die ja Kriegskleidung trugen, die Leute packten, die um Saqifa rumliefen und sie in die Stadt Saqifa zogen und ihre Hände auf die Hände von Abu Bakr legten, damit sie die Treue schwören. Wir sehen, alles mit Gewalt. Keiner wollte, dass Abu Bakr der Führer wird. Keiner wollte ihn als Führer und dennoch wurde er Khalif. So wie Umar sagte, niemand feindet sich mit uns an, außer dass er ermordet wird.